Willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3 und wir sind immer noch in der kleinen Höhle in Anführungszeichen, was eigentlich ein versteckter Eingang zur Basis ist. Wer hätte es gedacht? Und wir müssen immer noch hin und ja, bin auf dem Weg. Ich habe endlich meine Ausrüstung wieder. Endlich wieder ein paar gescheite Waffen. Verband voll, super. Pilze, super. Ah, gut, kann ich schon noch einen Schalldämpfer draufsetzen. Schwapp. Man hier. Okay. Ist hier eigentlich was dahinter? Ne, ich glaube nicht. Kann ich es aufschlagen? Ne, ich glaube auch nicht. Okay, drauf geschissen. Weiter geht's. Was ist denn das? Aha, AK-Munition liegt immer hier rum. Geil. Eine Ratte. Hier mal Bock auf die Magenvergiftung. Ja, yeah, Ratte. Oh ja, Pilze. Ich liebe Pilze. Bam! Ich esse jeden Tag 5 Kilo weiße Trüffeln, die ich aus der Portokasse bezahle. Ich meine, kann auch jeder bezahlen, weiße Trüffel, oder? Ist ja nicht so, dass die so 1000 Euro das Kilo kosten, ne? Wen interessiert? Ein Frosch. Amphibien. Yam, yam. Ich weiß, ich bin ein Reptil, das alles ist. Yam, yam, yam. Und wir gehen hier rein. Hier ist nämlich nothing. Falsch. Hier ist nämlich eine Leiter, wo es hochgeht. Hoffen wir mal, es leider nicht so weit nach oben geht wie die letzte. Vorletzte, das brauche ich schon mal gebraucht. Scheiße. Egal. Boah, ging voll weit nach oben, ey. Ich schwöre. Da kommt eigentlich so eine scheiß Idee, so eine lange Leiter zu bauen. Und wenn wir Tag. Und sind wir in der Basis. Ja, das ist auch wichtig, dass es keine Beweisspuren gibt, dass hier was passiert ist. Wusch! Die Wagen sehen voll scheiße aus. Wow! 2 Sekunden später. Ein ganz normaler Pissoldat. Ich dachte schon, der funkt jetzt schon wieder. Nein, nicht schon wieder ein Köter. Aber ich bin froh, denn jetzt habe ich wieder mein Lieblingsspielzeug. Komm her, du scheiß Köter. Wie ich euch hasse, wisst ihr das? Ja, mir das Hofshauptquartier wird dir nicht viel bringen. Wuh, da ist noch einer. Dich hin. Wow. Da ist schon der erste. So, nächste Opfer. Ich will eigentlich, dass du dich hinlegst, Snake, und nicht irgendwie wieder auf anfängst rumzulaufen. So. Da ist keiner mehr. Wow, da kommt schon der nächste. Hm, wo rennt denn der rum? Ah fuck, ich will ins Bein schießen. Der Köder ist weg. Seitlich. Genau, da ist noch einer. Tot. Fick dich, ey. Knapp, aber ich habe noch erledigt. Rennt er immer hier mit dem schwulen Schild rum. Was? Wo ist noch einer? Ne. Okay, da ist keiner mehr. Oha. So ein bisschen Position wäre jetzt noch schlecht. Nicht schlecht. Hm. Ach nee, da ist ja noch einer. Viel Spaß in der Hölle.
Hier rennt irgendwo ein Scheiß hoch. Wie viel rennt ihr noch rum? Das ist die größten Wichser. Gib mir Scott. Wie viel rennen hier rum? Na, ich durchsuche die jetzt nicht. Wobei hier war irgendwas. Glaube ich, eine Waffe oder sowas. Ich schaue ich lieber erst noch mal ein bisschen. Wo? Ey, schon wieder so ein Scheiß. Tja, da ist er. Was? Was? Dieser blöde Köter. Diese dämlichen Dreckshunde. Es reicht. Geh sterben. Ich weiß, er ist längst tot, aber ich muss trotzdem wegschießen. Was? Alter, komm. Wie oft habe ich denn auf das Vieh draufgeschossen? Alter! Ey, ihr habt mich verarschen, oder? Ich pack es nicht, so einen Drecksköter zu erschießen, oder was? Was ein Zufall, die Munition ist mal weg. Solche Wichse, ey. Unfassbar. Unfassbar. Alles nur wegen diesen scheiß Köter mal wieder. Genau, alle erschossen. Links, rechts. Nö. Hier war doch irgendwo noch was Wichtiges. Ich glaube, hier hinten was. Ja. Ja, genau. Die Waffe ist sehr, sehr wichtig für den nächsten Bosskampf. Kann ich nur empfehlen. Jetzt muss ich meinen ganzen Scheißweg immer zurücklaufen, aber das war's wert. Ich pack es nicht. Gestörte Dreckswichser. Nee. So, das geht schon auf der Karte, wo ich genau immer war. Ich muss nach rechts. Wer hätte es gedacht? Muss ich nicht doch da rein? Egal. Ja, so rum. Alarm, was soll der Scheiß? Ja, da ist schon wieder einer. Ja, schöne Kniescheibe. Klar, dass der jetzt noch laufen kann mit der geschrubbten Kniescheibe. Aber was reg ich mich auf? Wieso kann der auf einmal noch laufen, ey? Mit dieser Tor, weil ich dreimal ins Bein geschossen habe. So dumm. So. Da ist noch einer. So, erledigt. Da kommt gleich noch einer. Das ist ganz genau. Da ist er. Tot. So, hast du Munition für mich? Jep, hat er. Aber nichts, was mir gerade weiterhilft. Ging es hier nicht rein? Nein. Doch nur mal nach rechts. Ich gucke lieber nochmal auf die Karte. Nee. Ich muss doch runter. Irgendwie nach unten. Okay. Okay, geht's aber nicht runter. Boah, Gott, ey.
verlaufen wir hier jedes Mal, warum auch immer. Das war knapp. Ich sehe wirklich noch einer rum. Pff, ich hab peilt, der rumguckt, ey. Depp. Komm schon, wo ist dein schwuler Ehegatte? Ah, da ist er. Das, nee, doch nicht. Oder habe ich ihn so erwischt gerade? Ruft schon rein zu sein. So. Ich habe eigentlich kaum Granaten eingesetzt, fällt mir gerade so ein. Drin. Eigentlich. Nein! Die sind ja auch wieder alle da! Nein! Wissenschaftler! Nein! Warum? Oh oh. Sehr gut. Einer weniger. So, nicht so schräg. Ah, da ist er. Fuck. Sehr gut. So, aber ich muss sie leider hinrichten. Sonst stehen sie gleich wieder auf und verraten mich. So. Ich muss irgendwie nach da oben. Fuck, 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 fuck. Doch, wer Betäubungspistole? Ne, das weiß ich nicht, das ist ja... What the? Fuck, daneben! Erwischt, da ist der nächste! Sehr gut, Jungs, sehr gut! Ach, das ist Jungs, sehr gut, meinst du mir! Was, wie viel kommen da noch?! Sehr gut! Hin jetzt alle mal endlich. Anscheinend. Ist ja nicht gerade so die feine englische Art, aber... Wie viel cool ich wieder ein bisschen verballert habe. Nein, weg! Wir sind Wissenschaftler! Weg! Ich hasse diese Wissenschaftler. Was hab ich denn drin? Boah, erstmal umschauen. Okay, hier ist nichts. Gut. Okay. Ein bisschen Schlüssel benutzen. Da brauche ich hier. Hm, mal schauen. Ob ich hier nicht einen Schlüssel brauche, der Rucksack. Doch. So, was brauche ich denn erstmal nicht? Penicillin kann erstmal weg, brauche ich später. Fernglas kann auch erstmal weg. Wenn das war, kann ich alle Schlüssel nehmen. Schlüssel B und C. So, jetzt habe ich alle drei. Jetzt müsste das Ding irgendwie gehen. Also mit C geht's nicht. Ne. Probieren wir B. Geht auch nicht. Wir haben A, geht auch nicht. Ja, war klar. Sorry, ich hab's doch verrafft, was ich hier wissen soll. Bin ich hier nicht eigentlich reingekommen? Oder war das hier? Ah! Da war's! So, jetzt haben wir es doch. Ich habe den Schlüssel noch nicht benutzen müssen. Was für ein Fail, ey. Das heißt Fail, was für ein Fehler, meine ich. Managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shaggard's in here. The completed phase 2 Shaggard represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shaggard. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shaggerhod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss.
Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's four tanks in there, right? You have to put C3 on all four of them. To plant a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shot. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all four charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Tada, ich bin drin. Und schon der erste Kerl, den ich ausschalten darf. Super. Ne, drei erstmal. Das ist ein Wissenschaftler, der muss dran glauben, der verpfeift mich sonst. Scheiß Wissenschaftler. Scheiß Wissenschaftler. Gucken, sehe ich irgendwo noch einen? Ist nichts. Da, da oben. Da oben. So, erledigt. Chego hat das nichts ausgemacht, aber der war irgendwo noch ein Soldat. Verdammt. Komm schon, irgendwo ist noch einer. Da, noch ein Wissenschaftler. Oh! Da war ja was. Hat keiner gesehen.